came to play. I came to play, there's a price to pay. Time for you to get down on your knees. I pray. Came to play. Servus YouTube, hier ist euer Wolfsrudel und wir machen heute ein Weltuntergangs-Commentary. Ja, so ein Special. Man nennt Special. Jo. Wir haben es jetzt schon 0 Uhr, sowas, wo ich das jetzt aufnehme und es sieht draußen eigentlich noch alles friedlich aus. Man sieht noch keine Kometen, keine Sonne, die auf uns zustürzt oder irgendwas anderes. Und ich würde das kurze Commentary eher so in zwei Teile erteilen. Einmal so die Seite, so die mystische Seite, wie es laut Maya-Kalender oder laut genug Leuten, die das glauben, passiert. Oder halt quasi, wie es nach der Wissenschaft aussieht, dass es quasi eigentlich völliger Blödsinn ist. Jo. Dann kommen wir mal zu den Links. Maya-Sachen. Oder soll ich auf den Link oder soll ich das Ding einfach da lassen? Ja, mach mal den ersten Link, ja, den mit dem Maya-Kalender. Ich erkläre noch ein bisschen was dazu. Möchten Sie das Farbschema zu verbessern? Da ist nein, Alter, jetzt geschehe hier, das ist schon der Weltuntergang. Jetzt spart mein PC rum. Nee, glaube ich, liegt nicht daran. Da was? Ja. Der Wissenschaftler sagt Weltuntergang 2012 ab, oder wie das? Ja, genau. Okay. Und zwar, es wisst ja bestimmt, ich meine, jeder weiß es inzwischen, dass aufgrund des Maya-Kalenders ein Baktun-Zyklus dauert 394 Jahre. Und der endet halt was heute. Das heißt, vor 300 Jahren. Der kotzt mich so an, ich bring ihn um. Das ist der Weltuntergang. Jetzt spackt er rum. Das ist der Weltuntergang. PC stürzt ab, die Flugzeuge fallen vom Himmel, alles. Passiert jetzt. Übertreib nicht. Die Maschinen ergreifen die Macht und töten uns wie bei Terminator. Ja, klar. Hallo Arnold. Was? Ja, Arnold Schwarzenegger ist gerade vorbeigerannt. So. Ich dachte, das ist ein anderer Arnold. Ja, auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, die glauben halt, dass das Ende dieses Zeitabschnittes das Ende der Welt voraussetzt, wogegen das eigentlich wissenschaftlich begründet eigentlich nicht so ist, sondern eigentlich nur ein 394-jähriger Zeitabschnitt, der halt endet. Und der endet halt öfter und da ist auch noch nichts passiert, ja. Und ja, das ist halt wieder gefundenes Futter für gewisse Dramen und was weiß ich, die alle Leute den alle durch für gute Story und so weiter. Und ja, viele glauben halt das inzwischen auch und das sind so halt so Verschwörer. Und was ich mir bestimmt gedacht habe, oder was das erste war, es wird sicher aufgrund, weil heute der 21.12.2012 ist und eigentlich so quasi laut die Typen glauben halt die Welt untergeht, wird sicher einige Massen Selbstmorde geben. Ja, das denke ich auch, dass es bestimmt ein paar gibt, die wo wirklich so versessen drauf sind und den Scheiß glauben. Ja, und halt sich lieber selber umbringen und sonst was. Es gibt sicherlich Haufen. Es wird halt mehr natürlich sein als sonst, weil es halt einfach der Tag ist. Man sieht auch bei gewissen Filmen, zum Beispiel, lass mich mal kurz überlegen, wie ist denn, wenn du mal hier, was war denn das? Was meinst du denn für einen Film? Independence Day? Wo noch? Wo bringen sie sich noch um? So Gruppen, da bringen sie sich um. Einfach. Keine Ahnung. Skyline, also lauter so Alien-Filme oder wo halt auch der Apokalypse vorbeisteht und ja, sicher wird's da jetzt auch so sein, dass sicherlich das morgen in den Zeitungen, oder übermorgen in den Zeitungen steht, dass es hier viele Massenmorde gab. Massenmorde, Massentötungen, Selbstmorde gab und ja, natürlich noch eine weitere Story und zwar, dass in Frankreich, in einem kleinen Dorf, in Bergen irgendwo, laut, weiß nicht woher die Info stammt oder woher die das einfach wissen, dass da die Aliens kommen und sie mit den Raumschiffen abholen und sie quasi nur die Auserwählten mitnehmen und nur die daran glauben, quasi die und die nicht daran glauben an den Weltuntergang und so und die dann trotzdem mitwollen, weil die Welt untergeht, die dürfen nicht mitkommen, nur die daran glauben quasi. Und ja. Das Krasse ist, werden jetzt schon alle auf den Berg stehen und werden warten, bis sie abgeholt werden. Ja, bis das blaue Licht kommt und dann macht. Ja, und das ist halt, das Krasse ist ja, das ist seit Jahren ist es für diese zwei Wochen oder was, wie lange da, ist es schon ausgebucht, ja. Und das ist nicht nur Fanatiker und so, sondern natürlich auch Presse und so, die wollen das natürlich auch, wenn die nicht dran glauben. Es gibt bestimmt Sender oder Presseleute oder einfach Reporter, die halt das so verkaufen, als ob sie es glauben. Und dann gibt es wieder die das als ausgemacht Blödsinn erklären.
aber trotzdem natürlich zeigen, wie krank die Leute da oben sind und dann rumbeten Ja. und was weiß ich, die werden die sicherlich auch interviewen und deswegen ist halt da die bestimmt die Hölle los und ja, Es ist schon vor brutal vielen Monaten alles widerlegt worden. Weil es wurde ja behauptet, dass ein Meteorit oder so auf die Erde stürzt und ja. haben die Wissenschaftler gesagt, das kann nicht sein, weil die würden das schon ein paar Monate davor sehen, dass irgendein Meteorit oder so auf die Erde stürzt mit den Satelliten, was wir jetzt haben und das Ja, klar, alles. eben. Und das mit Oder. der, oder dass die Flut, dass so eine Flutwelle oder irgend so ein Zeug oder so kommt. Ja, das wäre sowieso der größte Käse. Ja, durch die Klimawandel, Erderwärmung, alles schmilzt und wir saufen. Ja, das schon, aber ja, da gibt es genug künstliche. Ich werde selbst wenn das passieren würde, es wird sowieso nicht passieren, weil selbst wenn das Eis schmilzt, es kann nicht mehr Wasser geben, als es schon gibt. Ja, eh. Und das wird so, und das Wasser wird sowieso wieder irgendwie weggebracht durch, Es keine ist immer Ahnung. derselbe Kreislauf. Es regnet, dann kommt es wieder runter. Dann ist es im Himmel, dann ist es da wieder weniger. Und wenn es wieder runterregnet, ist wieder ein Ja. bisschen mehr. Dann wollen wir es jetzt aber auch nicht zu lange kommen lassen, zu lange geraten lassen, oder? Dieses Genau. Wir wollen euch nur Weltuntergangs. eins sagen. Glaubt den Scheiß nicht. Heute oder morgen ist ein ganz normaler Tag. Ja, Ihr geht's. lass dich von den Medien, nicht den ganzen Scheiß einreden, was es gibt. Oder Ja, was die also. erzählen. Bleibt einfach ganz normal, macht ein paar Witze drüber, aber ich kann nur sagen, die Leute, die das echt glauben, die sind einfach nur krank. Und somit, Leute, macht's gut, ne? Wir Ja. sehen uns auf jeden Fall die nächsten Tage wieder. Natürlich ist es auch der Beweis, dass es den Weltuntergang natürlich nicht gibt. Und ja, das war so das Ende, Schlusswort, ja. Dann sehen Macht's wir gut, uns Leute. in den nächsten Let's Plays, was wir jetzt hochladen. Landwirtschaft, Simulator, Minecraft und so. Also Jo. bis dann, Leute. Ciao. Bis dann. Haut rein. Ciao.